So, noch sind wir alleine. Muss ich noch kurz was einstellen, Leute? Je nachdem, wann ihr denn dazukommt. Wie immer halt derselbe Scheiße. Würde ich mal sagen. So, wählen wir erstmal ein schönes Thumbnail aus. Du. Viel früher als gedacht starten wir heute. Und wir sind schon drei Leute. Cool, freut mir. Chat mache ich mir gleich auf, dann kann ich gleich sehen, was ihr hier so vorhabt. Raum 2. Hier rein, dann da rein, dort rein. Jetzt haben wir es. Schick. Schniek, schniek. 8 Leute sind. 11 Leute sind wir schon. Ey, was ist denn hier los? Was ist denn da los? Es freut mich. Schön. Schön. Ich bin heute übrigens nicht allein. Der Maru ist mit dabei. Wir haben nämlich einiges zu Hallo. verkünden. Hallo. So, dann kann ich erstmal hier jetzt den Stream aufmachen. Also, es kam ein bisschen anders als geplant. Ich hatte Ja. eigentlich vorgehabt, die Iolert zu streamen, aber das ist mir eingefallen. Nee. Können ja auch was anderes machen. Können ja was ganz, ganz anderes machen. Und deswegen spielen wir heute eine Nation, die es so sonst gar nicht gibt. Mich überhaupt mal lässt hier. So, hi Leute, ich sehe ja, echt viele sind schon da. Ich hau's so mal schnell in den Discord mit rein. So, dann wollen wir mal. Okay, also, was haben wir denn euch hier zu verkünden? Hi Leute, und zwar im Zuge des Streits mit Grimsel, und der sich übrigens bis heute noch nicht gemeldet hat, haben wir es uns jetzt zur Aufgabe gemacht, für euch zu modden. Wir machen das, was euch Grimsel nicht gibt. Wir geben euch die Kampagne. So einfach ist das. Und da fangen wir jetzt erstmal langsam an. Ich dachte mir, machen wir auch gleich mal einen Stream dazu, weil so könnt ihr am besten auch Fragen stellen, was sich verändert hat, was neu ist. Und da kommen wir heute zur ersten Nation. Und zwar den Kaledoniern, die jetzt wieder spielbar sind für euch. Der Mod ist noch nicht unten verlinkt. Warum? Wir veröffentlichen den im Laufe der Woche. Es gibt noch ein paar kleine Tweaks, die wir machen wollen. Und dann veröffentlichen wir ihn für euch. Und heute spielen wir mit den Kaledoniern, einer der schwierigsten Nationen überhaupt. Wir spielen eine neue Fraktion, Darknark. Wir spielen die Kaledonier aus dem Rollmod, beziehungsweise TV Balance Mod heißt er jetzt. So, und da haben wir es auch gleich. Diese Kelten waren ein von Pytheas als Prytanoi oder Prytani, die bemalt, bezeichnetes, erbittertes und unabhängiges Volk von der Hai-Britannei-Insel. Diese konnten nach einer großflächigen Rebellion, geführt von Boudicca, nur mit Mühe befriedet werden. So. Also, was haben wir für Boni? Kriegergesellschaft, genauso wie bei den Ikenern. Moin, Michael Bauer. Heldenhafte Kultur, plus 20% Angriffsbonus beim Angreifen. Also, das sind die ganz gewöhnlichen Briten-Boni. Aber hier unten kommen wir zum nächsten Punkt. In Nebel gehüllt und von ständigen Regenfällen berührt, liegt die Insel Britannien, die Heimat der Kaledonier, einem wilden, keltischen Volk. Okay, da haben sie den Punkt ziemlich blöd gesetzt. Okay. Angetrieben von dem Wunsch, Britannien zu vereinen und die Zwietracht der Stämme beizulegen, kämpfen die Kaledonier mutig und stolz für ihre Heimat, auf dass der Tag der Abrechnung durch die Bedrohung vom Festland kommen mag. Doch gibt es auch Zweifel an eurem Vorhaben und nicht jeder wird euch freiwillig folgen. Auseinandersetzungen sind unausweichlich und so erhebt das Volk die Waffen, um sich der Aufgabe zu stellen. Hegemonie, geringe diplomatische Strafe mit allen keltischen Fraktionen. Unsere Götter, maximal plus 10 Bonus auf öffentliche Ordnung durch eigene Kultur. Hallo Pascal Kaiser. Hallo Drangboy, ihr hört mich nicht? Oder war ich jetzt gerade verarscht? Mir geht's gut. Ich glaube, ich werde verarscht gerade. Vorweg nochmal als Info: Wir haben jetzt vor, jede Woche eine Nation für euch zu veröffentlichen, aus dem Mod. Um so das meiste für euch rauszuholen. Ja, So. sie haben dasselbe, oder? Ja, sie haben exakt dasselbe Roster. Sind einfach übernommen. Ja, genau. Erstmal. Wobei ich da ja genauso viel Recht dran habe wie Grimsel. Also, ich habe ja so viel mit den allen Nationen gemoddet, die jetzt seit dem. Bevor das Steppen-Update kam. Deswegen steht mir das eigentlich offen, damit zu arbeiten.
Ja, cool, dankeschön. 6043 Abos schon, geil. Läuft ja richtig nice. Also übrigens, wenn ihr so eine Content hier geil findet, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Nee, machen wir jetzt gerade nicht an. Future Gameplay. Diese Nation ist neu und gibt es nur in meinem Mod, den wir im Laufe der Woche veröffentlichen werden. Ich werde auch nochmal streamen mit den Kaledoniern, wahrscheinlich morgen. Der Mod ist vorerst nur auf Deutsch, wir haben auch vor, Englisch später zu machen. Aber da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Maro, den kannst du jetzt erwähnen. Hm? Was? Dass wir noch Leute brauchen. Achso, ja, stimmt. Das willst du jetzt gleich machen. Ja, wir hatten vor, oder wir bräuchten noch weitere Mitarbeiter, die wir fürs Modden benötigen. Was genau ihr machen müsst und was genau wir von euch fordern, werde ich noch auf dem Discord ein Word-Dokument veröffentlichen, wo alles draufsteht. Zudem werde ich eine Modding-Tutorial-Reihe auf dem Discord starten, auch wieder über Word-Dokumente beschrieben, somit ihr alle das Modden lernen könnt, das Grundsätzliche. Ja, ist eigentlich alles gesagt. Ja, weitestgehend, ja, das stimmt allerdings. Ja. Mein Gesicht gibt's heute nicht, weil ich gerade halb nackt vor dem Monitor sitze und das wollt ihr nicht sehen. Glaubt mir. Ah, TNT, ich kam auch nicht dazu, ich habe wirklich viel zu tun gehabt. Wie ich am Anfang vorgehen werde, wir haben erstmal Krieg mit den Abdani. Wir sind generell total unbeliebt, weil wir minus 30 haben mit jeder einzelnen keltischen Kultur. Wir sind also ultra scheiße am Arsch am Anfang und sollten deswegen schnell die ganzen Kelten ausrotten. Und die Abdani hassen uns von Anfang an und da ist leider nichts machbar bezüglich eines Friedensabkommens. Deswegen plane ich jetzt, meinen Spion hier vorzubereiten. Lass die Briten hier unten noch kurz ein bisschen, also die Briten, die Briganten noch kurz ein bisschen leveln. Und danach wollen wir dann, leveln ihre Gebäude bauen, danach werden wir dann die Eboracum auch angreifen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, können wir die Runde beenden. Übrigens, jeder von euch, der Bock hat, mitzumodden, der muss sich einfach nur bei mir oder bei Maru melden auf meinem Discord. Und genau. Das reicht schon. Also, wenn ihr auch keine Skills habt, noch gar nichts könnt, wir bringen euch das alles bei. Ist überhaupt kein Ding. Naja, über die Tutorials. Über die Tutorials, natürlich, klar. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch mir gerne welche stellen. Also, ja. Modden ist nicht schwer. Wirklich nicht. Prinzipiell nicht. Nutzt halt auch für nicht, leider. Genau. Aber das kommt mit der Routine rein. Genau. So, mal sehen, was bauen denn hier die Briganten? Bauen die schon überhaupt irgendwas? Nee, noch nicht. Bevor wir jetzt hier loslegen, schicken wir den Spion immer noch mal rüber und gucken mal kurz. Ich hole jetzt hier schon mal die Steinschleuder mit rein. Und können die Runde wieder beenden. Zudem, apropos, das habe ich noch nicht gesagt, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Jeder, der mitmacht, also wir hatten später vor, alle mitgemachten Modder in die Zitate zu verewigen als Credit. Ja, genau, das hatten wir auch noch vorgehabt. Also euer Name wird dann später auch noch mit drin stehen. Als die Name, echter Name ist, dann wurscht, welchen ihr nehmt, könnt euch dann ein Zitat ausdenken. Und ihr könnt auch natürlich auch bei uns beim Modding-Team dann auch eigene Nationen kreieren, eure Visionen einbauen und dann wird das später mit im Mod drin sein. Also, ich hatte jetzt vor, ich habe mir das vorhin noch überlegt, ich weiß nicht, wie du da stehst, Conny, dass wir sie relativ viel Freiheit lassen und danach uns einfach anschauen, was sie gemacht haben. Genau. Je nachdem, wenn es komplett scheiße ist, dann nicht, was aber selten ist, dass man komplette Scheiße kreiert. Sehe ich aber eigentlich ähnlich. So. Dann schauen wir mal rein. Komplett hier. Frei. Wen würde ich als nächstes angreifen? Am liebsten würde ich die Abdani hier zuerst platt machen und die Briganten verhungern lassen. Und ja, sie haben jetzt hier endlich ein Nahrungsmittelgebäude gebaut und jetzt können wir sie verhungern lassen und dann haben wir mehr Zeit, hier uns nach Westen zu orientieren. Weil im Süden sind die Briganten zu schwach, um uns den Krieg zu erklären. Okay, ich habe mir jetzt einen Streiter geholt, den werde ich hier gleich reinschmeißen, weil ich unbedingt die Fähigkeit Wild haben möchte, die allen meinen Einheiten Raserei gibt. Somit haben wir eine stärkere Armee, selbst mit freien Herbahnen. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz fragen. Weil ich, ist das reingebottet, dass die alle Wild haben, oder ist das von Natur aus so? Das ist von Natur aus so im Spiel drin. Echt? Wow. Gott, ja, das ist ein neues Feature, dass die alle Raserei bekommen, die ganzen Einheiten. Also jeder, der von euch Bock hat mitzumodden, kann jetzt einfach mal auf den Discord gehen und mich auch anschreiben. Und dann wissen wir schon mal Bescheid. Ja, liken auch nicht vergessen, Luke. Danke dir, dass du mich dran erinnerst. Mittlerweile schon 11 Likes und 25 Zuschauer. 26 Zuschauer, das freut mich. Übrigens, wie gesagt, jede Woche gibt es jetzt eine neue Nation für die Kampagne, die wir dann auch patchen werden. Im Laufe der Woche danach.
behält es, also ihr kriegt es zuerst gesehen hier im Stream bei mir und danach dann wird sie an euch allen gezeigt. Genau. Oh, war das richtig, oder? Ja. Gut. So, wir sehen jetzt hier die Briganten verhungern jetzt hier langsam. Wir haben jetzt ungefähr 30 Runden Zeit, bis sie das zweite Gebäude bauen können. Und danach können wir dann müssen wir auf jeden Fall damit rechnen, dass wir dann Nahrungsmittelprobleme haben. Also, dass sie Nahrungsmittel bekommen und dann nicht mehr verschleißen. Einen Krieg mit den Briganten will ich auch gerade erstmal nicht, weil der Krieg mit den Eptahani wichtiger ist. Auch wenn man ein richtiger Anfänger ist, Didix, das geht auch. Modding ist nicht schwer. Naja, zumindest solltest du wissen, wie man Dateien abspeichert. Das ist Voraussetzung. Genau, und du solltest auch Administratorrecht auf deinem PC haben. Die Probleme hatten wir auch schon mal. Echt? Ja, da hatte man ja das nicht gehabt. Dominik Dengel fragt, wie der Mod dann heißen wird. Der Mod heißt TV Balance. Das ist meine eigene Kreation, die ich... Also er ist noch nicht veröffentlicht. Ja, er ist noch nicht veröffentlicht, aber die habe ich mal vor Jahren gemacht. Das war der Vorläufer des Rollmods und da wird dann dieser Mod mit integriert sein. So, du Norix ist aufgestiegen. Sehr gut. Gehen wir dir mal Nahrung klauen. Tada, minus 2 schon. Dateien speichern, was ist das? Hallo Erbse! Übrigens ist es auch geplant, später das alles mit dem Gore-Mod irgendwie kompatibel zu machen, dass man beide Mods spielen kann. In der Kombination. Ja, nur mal so als Info. Ich wollte schon sagen. Genau, nur mal so als Information. Für alle, die es interessieren. Übrigens, im Vergleich zu vielen anderen Mods, die aktuell existieren, haben wir es auch geschafft, den Lebenslauf, also den Lebenslauf, den Familienbaum, Stammbaum zum Laufen zu bekommen. Der funktioniert problemlos und auch die ganzen Parteien funktionieren problemlos. Ne? Apropos auch Missionen. Missionen, Random-Missionen. Ja, genau. Stimmt. Victory, Siegesbedingungen. Wir haben auch Siegesbedingungen drin für die ganzen Nationen hier, die wir machen werden, wie ihr sehen könnt. Und wir haben auch Kapitelmissionen, was die meisten anderen Mods nicht hinbekommen. Auch früher der Rollmod hat es nicht hinbekommen, die Kapitelmissionen ordentlich zum Laufen zu bringen. So, du Scheiße, ey. Arschteuer. So, jetzt habe ich schon Raserei in jeder Einheit. Finde ich gut. Ja, mehr freie Herber damit, bitte. Wenn die Briganten so schwach sind, erklären sie in der Regel auch keinem den Krieg, weil die haben schlechte Karten, wenn sie gegen uns in den Krieg ziehen müssten. Wir versuchen jetzt möglichst schnell einen Würdenträger zu bekommen, denn den schicken wir runter zu den Ikenern, um dann dort noch was zu machen. Okay, hier gibt es drei Sachen, die ich jetzt erklären möchte. Die Inszene habe ich auch mal gespielt. War es aber für mich relativ leicht. Da habe ich, also da war Britannien einzunehmen schwerer als dann Rom zu besiegen. Komisch, aber okay. Der Anfang ist immer am schwersten. Unser Discord. Ja, der Anfang ist immer am schwersten. Ich habe circa 40 Runden gebraucht, um Britannien sicher zu haben. Wisst ihr was? Leute, ich schicke mal schnell den Link hier mit rein. Maro, kannst du mal kurz was schreiben, dann hast du auch die Rechte, gebe ich dir die Rechte, dass du auch den Link reinkopieren kannst, wenn sie wegen Discord fragen. Aber Filmgucker kann ja auch so lieb sein, ab und zu mal reinschmeißen. Wäre nicht gerade so unpraktisch. So, Moderator hinzufügen. Jetzt kannst du auch die Links reinhauen. Maro. Hast du ja schon gemacht, ja. So, wir sehen jetzt gerade hier die Briganten verhungern weiter. Das ist gut. Ich glaube, in den nächsten 2-3 Runden müssen die Eptani hier aneinander. Eine Frage. Ja. Der Manuel Steiner hat noch gefragt, ob du die Spartiaten OP findest. Nee, OP finde ich sie nicht. Die müsste man an einigen Stellen Tatsache tweaken. Ein bisschen. Fabian, jetzt nicht. Ich habe doch gesagt, ich komme nicht hinterher. Ja, gut, dann hau einen Bot rein, der einen Link reinsendet. Das ist okay, das kannst du machen. Aber mehr nicht. Und auch Manuel Steiner hat gefragt, ob die Rome besser, also Rome 2 oder Napoleon Total war. Also ich finde eindeutig Rome 2 besser. Napoleon ist ein schönes Spiel, macht auf jeden Fall Spaß, aber nichts kommt an die Leistung von Rome 2 an. Übrigens habe ich jetzt angefangen, hier den Steuersatz runterzusenken, um das Bevölkerungswachstum weiter anzukurbeln, damit Besteller die Stadt ausbauen können. Abgesehen davon haben wir jetzt noch 2 Runden Zeit. Na gut, da kann ich auch wieder Steuern erhöhen. Bis wir unseren Würdenträger rekrutieren können. Also eine Runde haben wir noch. 2 Runden, ja doch. Weil den brauchen wir definitiv. Früher angefangen. Den brauchen wir definitiv. Ja, wir haben früher angefangen, Tullus. Definitiv. Und zwar hatte ich aber Bock gehabt. Zeit war da, warum nicht? Warum nicht? Und wie gesagt, diese Fraktion könnt ihr dann auch spielen. Ich werde morgen wahrscheinlich nochmal streamen, selbe Uhrzeit. Und wir werden sie dann diesen Mod im Laufe der Woche veröffentlichen. Dann könnt ihr selber mit den Kaledoniern auch spielen. Wie findet ihr die Skyten? Wie ich die Skyten finde? Ich habe noch nie eine Kampagne mit denen gespielt, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. In der Kampagne, Multiplayer finde ich eigentlich ganz lustig.
So, Kundschafter, Stufe 3, sehr gut. Wie sieht es denn hier aus? Minus 4 mittlerweile, sehr gut. Jetzt haben sie minus 5 gleich. Das haut den Briganten halt richtig rein. Und die sind später leichtes Futter. Ich hoffe mal, dass die Briganten aber auch keinen Krieg anfangen mit irgendeiner anderen Nation. Weil okay, dann wäre es riskant. Wie das mit den Bürgertricks-Fraktionen geregelt ist, da haben wir selbst noch keine Lösung gerade gefunden. Da haben wir einfach die von den Inzenern reingehauen. Also es gibt Bürgerkrieg, aber nur mit den Fraktionen von den... Also die genau. Bürgerkriegsfraktionen von Inzenern so rum. Also Bürgerkrieg gibt's definitiv. Habe ich schon getestet, funktioniert. So. Wie ich Ägypten finde. Jetzt darfst du nicht falsch was sagen. Also ich habe Ägypten ein paar Mal gespielt, die sind ziemlich einfach, finde ich. Da frage ich mich, wie die KI immer dann verkackt dabei, aber gut. So, jetzt haben wir genug Geld, um uns den Würdenträger zu holen, den wir später zu den Ikeanern schicken wollen. So, kulturelle Konvertierung ist so scheißegal, das brauchen wir gar nicht. Oh, das hier, Zolleinkommen hat später eine Relevanz für uns. So, zwei Kinder haben wir schon, das ist cool. Okay, dann beenden wir mal die Runde. Ne, Technologie muss ich noch erforschen. Wir gehen jetzt mal auf die Wachstumsforschung, dass jetzt zumindest die Stadt ein bisschen schneller wächst wieder. Das lohnt sich später auf jeden Fall. Was ist OWL? Sagt mir gar nichts, Tullus. Habe ich mich gerade auch gefragt. Was das ist. Mensch, mittlerweile schon ein Dislike. Cool. Wow. Yeah, freut mich. Und fast so viele Likes wie Zuschauer. Das freut mich auch. So, haust du da weiter zu? Hallo, Schutzpatron. Tschüss, Film. Hallo, Schutzpatron. Ja, viel Spaß beim Duschen. Denk an mich. Denn ich denke auch an dich. Das war so falsch. Das war auf so vielen Ebenen falsch. Okay, gut. Jetzt können wir unseren Würdenträger losschicken. Der sichert uns mir später die ganze Kohle ab. Denn, wie ihr seht, haben wir ein echtes Finanzproblem anfangen. Ost-Westfalen-Lippe-Region in Deutschland ist OWL. Sagt mir ja gar nicht. Overwatch League. Ja. Ich bin kein wirklicher Overwatch-Fan, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es ein paar Mal gespielt. Ich verstehe, warum es Spaß macht, aber ich bin kein Overwatch-Fan. Na, Schatzi? Wie bitte? Was ist? Besser? Ja, sieht schöner aus. Was? Was? Ne, das? Das finde ich gerade schöner. So. Du magst keine langen offene ich mag lange offene Haare, aber jetzt gerade habe ich uns das... Ach, Frauen, ey. TNT, ja, das hatten wir vor. Das Problem ist, wir haben es gerade nicht geschafft. Also, geschafft, dass eine Fraktion, also so eine Bürgerkriegsfraktion spawnt. Das haben wir jetzt gerade nicht geschafft. Also, ich habe es nicht geschafft. Derzeit. Genau, der Maru hat die meiste Arbeit hier in der Kampagne verbracht. Muss man ehrlicherweise sagen. Also, auf jeden Fall Props an ihn, ja. Also, das ist überwiegend seine Arbeit. 30 Stunden doch nicht, viel mehr. 70, glaube ich. So, jetzt 1200. Mal sehen, wie schnell unser Würdenträger hochlevelt, weil hier bei den Ikenern hagelt es halt richtig Kohle. So, wir warten jetzt hier, bis die Abdani kommen. Und danach greifen wir die an. Dann müssen wir halt gegenkontern mit vielen Armeen. Lautra, wir werden sehr, sehr viele Nationen machen. Ich kann euch mal sagen, was auf jeden Fall feststeht. Alle Rollnationen, die vor dem Steppenpaket released sind, 100 pro. So, dann die nächste Sache. Wir machen die Rise of the Republic Kampagne, da haben wir schon eine Menge dran gemacht und wir werden auch noch neue Nationen erstellen. Die Germanen übrigens existieren auch schon in unseren Files. Warum haben wir kein Recht drauf? Es ist Modding. Freie Welt. Abgesehen davon habe ich die Briten zwar nicht erstellt, aber ich habe den ganzen scheiß Räumer damals wieder zum Laufen gebracht, ja? Also habe ich sehr wohl Arbeit dran. Verstehe ich auch gerade nicht, warum nicht. Also ich habe so viel bei den Briten gemacht. Ich habe also den Entwicklungsprozess, den Entstehungsprozess vor den Briten habe ich nicht gemacht. Keine Sorge. Aber ich kann das Spiel auch genauso gut umdrehen, Rapatox. Wenn ich keine Rechte habe an den Briten, dann hat auch Grimsel keine Rechte an meinen Nationen. Zum Beispiel den Etruskern. Oder Emporitanern. Oder Massassylian. In dem Fall Gedetula jetzt, ja. Also, regt euch mal ab. Also, das ist so eine Kinderkacke hier. Darauf kommt es doch beim Modding gar nicht an. Die Hauptsache ist, dass ein geiles Produkt rauskommt und hier sehen wir was Schönes. Yeah, zwei Dislikes! Oh, Leute!
Ja, Kelten kommen definitiv auch noch. Also ich habe zum Beispiel auch schon Arbeit an den Helvetiern gehabt. Wobei ich auch mit Rapatauks gesprochen habe, ob wir seine Nation haben dürfen. Und er hat mir gesagt, ja, an sich spricht da nichts dagegen. Aber erst nachdem sie beim Räumer rausgekommen sind, würde ich auch vollkommen okay bin. Also da hätte ich auch kein Problem. So. Ich muss da noch was dazu haben. Haha, wegen Overwatch. Ja, yeah, 5 Dislikes! Alles wow. Okay, Rita? Sieht schön aus. Genau, Dark Knight, das fasst es ziemlich gut zusammen. Nee, was ich sagen wollte ist, dass wir wollen jetzt hier ja nicht die Arbeit, die jetzt Julian oder Grimsel da reingesteckt hat, leugnen. Wir benutzen sie nur anders. Genau. Würde ich auch so sagen. Ist alles okay, Rita? Ohne Frage. Prinzipiell vielleicht. In Rom 2 nicht. In Rom 2 nicht. Haben schon viele versucht. In Attila beschränkt. Ja, du kannst da nichts ändern. Du kannst keine selbst erstellen. Zurzeit. Rita, kannst du bitte damit aufhören? Übrigens, für jeder von euch Bock hat mitzumodden und auch Teil der Community zu werden und auch Teil dieses Produkts zu werden, schreibt mich einfach bei Discord an oder Maru und wir reden miteinander. Jeder von euch kann mitmachen, wenn er will. Ihr müsst dafür... Mit Conny will man nicht reden, glaube ich. Danke. Also man muss da wirklich nicht viel machen können, ja? Also das bringen wir euch dann auch bei, den Großteil. Was denn? Man muss nicht viel zu können. Fabian, es ist in keiner Sprache programmiert, es ist reine Tabellenarbeit. Das wurde genau. Schon ein bisschen... Also von dem Programmiercode. Bitte aufhören, Rita. Das nervt tierisch. So, dann nehmen wir mal die Einheit hier mit rein und dann können wir jetzt eine neue Armee erstellen. Was schmeißen wir ran? Wieder frei Herbanner. Können wir die Runde auch beenden. Wer will wo nicht mitmodden? Was? Glaub, du willst nicht. Ja, Tullus, der Maru macht ein Modding-Tutorial. Dann, und das bekommt ihr dann auch auf dem Discord von uns zugeschickt. Dann könnt ihr damit arbeiten. So, jetzt haben wir die Wachstumssachen hier gemacht. Dann gehen wir jetzt hier auf die Kampfeswut. So, Dumnorix ist aufgestiegen. Sehr gut. Das heißt, noch mehr Nahrungsdiebstahl. Ey, man guckt euch mal die Armee hier an. 12 Mann pro Einheit. Übrigens, wenn die Einheit unter 5 Mann kommt, dann wird sie ausgeschaltet als dahingerafft. Ja, Kirito, das stimmt Tatsache. Rita hat gerade an mir tierisch rumgefummelt. Also für alle Leute, die Bock haben mitzumodden, ja. Könnt ihr auch gerne noch nach dem Stream, wer da bleibt, dann reden wir sogar noch miteinander. Wie ist das mit der gesamten Politik geregelt? Wie meinst du das genau, TNT? Also theoretisch gesehen funktioniert die Politik genauso wie in der Vanilla, oder? Ja. Also, ich hab da nichts dran geändert. Es gibt keine Einschränkung. Es ist wie ein DLC quasi für euch, nur kostenlos. Mit regelmäßigen Updates. Wie ist das mit der öffentlichen Ordnung geregelt? Eigentlich auch ganz normal. Oder? Wie bitte? Mit der ganz normalen... Was mit der Politik ist es auch ganz normal. Ja, es verhält sich ganz normal. Da ist überhaupt keine Änderung. So, Stammeskonföderation, Darko-Thrakische Konföderation. Bau abgeschlossen, Eildon. So, jetzt haben wir tatsächlich genau 0 im Einkommen, aber nicht täuschen, der Würdenträger hier. Holt uns noch eine Menge raus. Wir sollten nur jetzt nicht zu viel rekrutieren, denn sonst haben wir eventuell noch ein Problem. Wieso kommen die da hier eigentlich nicht? Geht Rom Total War 2 auf Windows 7. Ja, ohne Probleme. Ohne Probleme. Mach dir keine Sorgen. Ich glaube, das könnte sogar noch auf Vista funktionieren. Warte mal, ich schau mal schnell. Hab ich die hier wirklich? Hab ich die hingestellt? Oben. Nur mal so als reine Interessensfrage, was wären die nächste Nation, die ihr euch gern wünschen würdet in der Kampagne? Ja, es geht auch auf Vista. Es geht sogar noch auf XP. Noch auf XP? Ja. Ja, geil. Schreibt mal rein, worauf ihr so Bock hättet als nächste Nation. Also es gibt ja zahlreiche Nationen. Ja, das stimmt. Dann können wir die Runde wieder beenden. Germanien. Also die germanischen Nationen sind alle soweit fertig. Da fehlt nicht viel. Wieso eben gibt's das schon? Ich meine jetzt nicht als Kampagne, ich meine hier als
spielbare in der Kampagne Nation. Neue Nation. Neue genau, Nation. Eine neue Nation. Da könnt ihr ruhig was nennen. Kimmern zum Beispiel wäre eine neue Nation. Iren. Die Iren sind auch in Arbeit. Knossos ist auch in Arbeit. Prinzipiell sind alle in Arbeit. Das stimmt nicht ganz. Den Lusitanern haben noch, also Iberern haben noch gar nichts gemacht. Weil wir da keinen haben, der ein Roster erstellt. Oh wow. Ach Mist, die Boer gibt's auch schon. So, hat 200 Minus pro Runde. Ah, jetzt müssen wir weiter Armeen ausbauen. Knossos ist auch in Arbeit. Also ich möchte als erstes. Hätte ich rein theoretisch sogar schon fertig gehabt. Ja, die sind auch ziemlich flott fertig. Ist überhaupt kein Problem. Nee, ich hatte die wirklich schon fertig als Version fertig. Das war meine Testversion. Genau. Ich weiß, deine Testversion war das, hast du mir immer gesagt. Ich habe doch selber in der Testversion gespielt. Übrigens seht ihr jetzt hier, wie die Armee immer kleiner wird. Das ist geil. Übrigens, die ganze Generäle sterben auch irgendwann dadurch. So, unsere Streiterin ist wieder aufgestiegen. Dann gehen wir jetzt mal Drill Sergeant, weil wir auch die Erfahrungsrate pushen wollen. Okay, dann schmeißen wir jetzt mal britannische Plänkler hier rein, weil die sind schön günstig. Dann können wir die Runde auch gleich beenden, nachdem wir erstmal Forschung den Massenangriff gemacht haben. Gefragt, also ich seh, man sieht ja ganz klar, die Germanen sind hier sehr beliebt. Ich finde es auch irgendwie lustig, dass die Cherusker nicht spielbar gemacht werden, obwohl es von allen Germanen die ikonischsten sind. Finde ich. Die Goten. Naja, die Goten waren wesentlich später. Ja, später. Ja, in der Attila-Kampagne sind sie ja schon drin. So, ja. Zu der Zeit waren die Goten ganz bekannt. Aber ich meine, vorher, die Sachsen sind definitiv was für sich und die sind auch spielbar in der Empire Divided-Kampagne. Ja. Und die Franken. Aber, ah, da kommen sie endlich. Schön. Was? Franken sind auch drin? Ja, also ja, auch die Franken sind drin. Ich glaube aber nicht spielbar. Aber nicht halt spielbar. Spielbar sind sie nicht. Naja, so. Ne Wagner, dann schreib mich bei Discord an, dann kannst du gerne ein paar Roster für die Lusitaner erstellen. Sehr gerne. Ja, gerne. Auch das effiziente Arbeiten werde ich dann noch später erklären. Genau. Ihr bekommt da zum Beispiel auch Tabellen von uns, wo ihr das alles ein bisschen einfacher bearbeiten könnt und eure Ideen erstmal reinschreiben könnt. Übrigens für alle neuen Leute heute, würde es mich tierisch freuen, wenn ihr mal ein Abo reinmachen könnt. Tatsache, also theoretisch gesehen, wenn jetzt Rapatauk seine Meinung nicht ändert, wären die Helvetia ja auch schnell da, weil wir dann seine bekommen würden, sobald die im Räumort veröffentlicht waren als erstes. Können wir Städte anderer Fraktionen zuteilen? Ja, es darf aber nicht so passieren, dass keine Stadt mehr übrig ist. Doch, geht schon. Geht auch. Müsste dann eine Fraktion da sein. Könnte rein theoretisch auch Steppenfraktionen so bauen, wie in früheren Turtle war. Das ginge theoretisch gesehen, ja. Dass man nur mit einer Armee und ohne Stadt spawnt. Man hat dann halt schnell mal Verschleiß. Den kannst du theoretisch gesehen für Steppenvölker ausschalten. Stimmt, ja. Wenn man ihn als Fraktionsboni Nahrung gibt. Lunakio, was meinst du denn bitteschön mit meiner Arbeit? Als meine Verkaufen? Ich habe von vornherein gesagt, die Briten, die habe ich nicht gemacht. Ich habe sie spielbar gemacht. Und Grimse und ich waren auf den Standpunkt geeinigt, dass ich die Nation veröffentlichen kann, die schon veröffentlicht waren. Und alles. Ich habe nie gesagt, dass es meine Arbeit ist. Ich habe nur gesagt, dass ein Teil daran steht. Eben. Wenn du sie gemacht hast, du wirst auch weiterhin die Credits erwähnt. Die Briten, das war deine Arbeit von vornherein. Ich glaube, Rapatauks hat das nicht ganz verstanden, Julian. Ich habe nicht gesagt, dass es meine Arbeit war. Erstellt habe ich sie nicht und wir könnten nicht angreifen. Kannst du? Auch nicht. So eine Schande aber auch. Ich ein Stückchen weiter hier stehen müssen. Ja, ich auch, Darknock. So, du klaust noch weiter Geld? Ja, super. Dann beenden wir mal die Runde. Schon gesagt. Wir verleugnen nicht die Arbeit. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Auch Grundi weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. In diesem Mod werden später alle Leute gelistet, die eigene Nationen erstellt haben, auch auf der Seite. Das betrifft Grimsel, Julian, Grimsel, Angeltemplar, Julian. Niklas, aka Stalker, meine Wenigkeit, Maru wird es auch sein. Und dann alle, die dann mit rein. Genau, all die dazu kommen dann auch noch. So, Schutz verfällt. Oh, Grimsel hat geschrieben. Ziehe meine erstmalige Mal. Roll Mod Nations sind Roll Nations, TV Balance sind TV Balance. Streiche deine Nation aus meinem Mod. Wenn was ist denn das für eine Art? Das Gleiche. Was ist denn das für eine Art hier? Jetzt mal ehrlich. Das ist echt traurig. What the fuck, wir haben 1000 Minus. Ah ja, der Plünderer-Nachteil hier. Das ist eine echt traurige Aktion dafür, dass du bis heute noch nicht mal mit mir gesprochen hast. Obwohl du es gesagt hast in deinem Video. Ich habe immer gewartet. Es kam nichts. Ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht.
TNT, ja, man kann es. Und du hast auch einbauen. Du hast auch mir geschrieben, es ist alles geklärt. Ich habe dich vorher gefragt. Ich habe den WhatsApp-Verlauf hier. Ich kann das gerne veröffentlichen, wenn du willst. Wo war das? Ja, genau. Der Mod ist halt ab jetzt getrennt. Meine Modder und deine Modder halt ab jetzt benutzt keiner mehr was vom anderen und Ende. Ergo ist das neue Byzantium und Thessalien tabu für dich, genauso wie deine Balkanation für mich. Habe ich jetzt hier Thessalien und Byzantium veröffentlicht? Nein, habe ich nicht. Also habe ich angenommen, es war der Stand, den wir damals hatten. Nein, der Räuber ist ein super guter Mod. Wieso soll ich das? Wir haben auch nie gesagt, dass er schlecht ist. Wir haben nur jetzt gesagt. Jetzt legst du mir hier Wörter in den Mund, Rappertox. Das finde ich schade. Ja, mit Scipion und Gaius, das ist nicht corny. Klimsel. Was nützt es denen das? Eben, zwischen uns ist der Streit. Was ist denn das für eine Art? Also ich meine jetzt mal ehrlich. Ich hab dir, ja, ich hab dich geärgert, ich hab dir was Böses getan, nach deiner Auffassung. Kann ich verstehen? Sagen wir doch nicht. Und ich hab mich auch entschuldigt. So, und an dem Punkt war es dann deine Entscheidung, ob du weiter mit mir arbeiten möchtest oder nicht.